Das Landespolizeiorchester MV musiziert auf der Schweriner Freilichtbühne gemeinsam mit 15 Schweriner Schulen. Kids and Cops in Concert. Die Veranstaltung findet am 27. Juni schon zum zweiten Mal statt. Der Vorverkauf startet am 1. Juni. Karten sind in allen teilnehmenden Schweriner Schulen, an der Vorverkaufskasse der Sport- und Kongresshalle, bei der Polizeiinspektion Schwerin und beim Verein Sisyphus erhältlich. Der Ertrag kommt Projekten zur Präventionsarbeit gegen Kinder- und Jugendkriminalität zugute. Am 15. August sind Irene Cheer und die Cappuccinos in der Hagenower Geschäftsstelle zu Gast. Dort veranstaltet die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin dann die große PS-Lotterie-Gala. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karten für die Show in den Sparkassengeschäftsstellen Schwerin am Marienplatz, Hagenow und Ludwigslust. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? 6 W-Fragen und genau eine Antwort. Die Sesamstraße. Die beliebten Figuren Ernie und Bert kommen am 13. Juli zu einem Meet and Greet in den Schweriner Zoo. Sesamstraßenstars zum Anfassen für die Kinder von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Haupteingang des Zoos. Viele weitere Sesamstraßenstars erleben Sie am 22. November bei der großen Sesamstraßen-Geburtstagsshow in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Der alte Hafen in Wismar lädt zum 803. Hafengeburtstag ein. Musikbühnen, Riesenrad, Jahrmarkt treiben, Handwerker und Kunstschaffende machen die Hafentage zu einem Fest für die ganze Familie. Am Samstag gibt es traditionell das große Höhenfeuerwerk. Das ganze Programm unter www.hafenfest-wismar.de. Am 22. Juni ist es zum 5. Mal soweit. Die Kunstsammlung Neubrandenburg lädt alle Interessierten zur Verleihung des Kunstpreises der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe für bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern ein. Schirmherr ist der international bekannte Künstler Günther Uecker. Der Preis wird unter 5 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region ausgelobt. Als Stifterin des Preises ist der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe der Bezug zu ihrer Gründungsregion besonders wichtig. Die begleitende Ausstellung, 5 Positionen der Gegenwart, ist noch bis zum 31. August in der Kunstsammlung Neubrandenburg zu sehen. Viel Betrieb im Wald von Athen. Hermia und Lysander treffen sich, gefolgt von Helena und Demetrius. Das elfische Königspaar Oberon und Titania treibt seine Spielchen mit den Menschen. Und auch Puck, der Waldgeist, mischt mit. Der Theaterjugendclub des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim mit einem der schönsten Klassiker von William Shakespeare. Ein Sommernachtstraum am 14. Juni im großen Saal der Stadthalle Parchim.